Oh, hallo ihr Lieben, hier ist Christian Schreier, Patrick Psychologe. Das war ein Video über Kotobi-Themen, Dating, Beziehungen und Liebe. Und heute werden wir mal über das Thema reden. Das kommt ja oft vor, wenn es zu Fremdgehen kommt, in einer Langzeitbeziehung, in der Ehe zum Beispiel. Dass man sich fragt, warum ist es gerade diese Person? Ne? Warum ist mein Mann mit dieser Person fremdgegangen? Warum ist meine Frau mit dieser Person fremdgegangen? Also kann es gleich gar nicht verstehen oder so einen schlechten Geschmack oder so einen guten Geschmack. Also was auch immer. Man überlegt vielleicht und vielleicht kommt man auf ein paar Antworten. Aber ich wollte euch mal eine Sache sagen, die meiner Ansicht nach erstmal die wichtigste ist. Und zwar, Trommelwirbel, es ist, dass es nicht du bist, ne? Also falls du jetzt von Fremdgehen betroffen bist, es ist eben eine andere Person als die Person, mit der man in Langzeitbeziehung war. Und das ist, kann man wirklich gar nicht genug nehmen, weil sonst denkt man ja oft, war die besser, warum ist die besser, bin ich schlechter? Aber tatsächlich geht es bei Fremdgehen oft um Abwechslung. Ne? Also entweder geht es um Abwechslung im Sinne von, boah, ich weiß nicht, brauche mal wieder so einen Dopamin-Kick. Also gegen das Neue habe ich eigentlich keine Chance, hat man natürlich trotzdem, weil diese alten Bindungen ziehen natürlich auch schon sehr. Aber trotzdem ist unser Gehirn natürlich ein bisschen auf Neues gepolt. Und wenn das gar nicht weiß ich nicht, wenn man das vielleicht auch überbewertet oder ich was auch immer, scheiß Phase hat im Leben, sich ablenken will oder dann auch Gelegenheit da ist, die ganzen anderen Gründe, die es natürlich auch da noch gibt, Gelegenheit, Unzufriedenheit in der Ehe, aber viele gehen auch fremd, obwohl sie überhaupt nicht unzufrieden sind in der Ehe. Keine Ahnung, Alkohol, was es da alles gibt, aber vor allen Dingen ist es eben, dass es jemand anders ist, ne, gibt es ja auch schon diesen Coolidge-Effekt, der das würde es ein bisschen zu weit führen, aber der das auf so einer gehirnphysiologischen Ebene erklärt irgendwie, warum das was anderes ist, mit jemand anderem dann Sex zu haben. Und was mir auch in Paartherapien immer wieder aufgefallen ist, dass eigentlich die andere Person nicht nur einfach jemand anders ist, sondern auch auf einigen Dimensionen genau konträr so, ne? Also niemand fängt eigentlich eine Affäre an mit jemand, der genauso ist wie die Ehefrau, der Ehemann, den Partner, den man schon hatte. Das macht irgendwie, das macht keiner, das macht irgendwie keinen Sinn, sondern es ist irgendwie, man hat vielleicht eine sehr introvertierte Partnerin, dann betrügt man sie, oder was heißt betrügen, ne? Das kann ja auch offen sein, keine Ahnung. Da fängt man was an mit jemand, der so extrovertiert ist oder jemand, der ist ja ruhig und der andere ist irgendwie so ein Partyteufel. Oder eine kann ich zuhören und neue kann zuhören. Ob das jetzt nachhaltig so ist, ist natürlich immer höchstgradig in Frage zu stellen und aufzuarbeiten. Vielleicht macht man dann Paartherapie und manchmal kann man auch dieses, was jemand Neues reingebracht hat, kann man manchmal auch nutzen, dass man sehen kann, ah, ich habe mich vielleicht jemand verguckt, weil genau, die geht immer auf Techno-Partys und eigentlich will ich auch auf Techno-Partys und da kann man ja vielleicht mit dem Partner auf Techno-Partys auch gehen. Ne? Also das kann man durchaus nutzen im Rahmen von Paartherapien. Wobei ich immer wieder sagen würde, was auch immer ihr macht, Leute, macht es mit offenem Visier, soweit es irgendwie möglich ist. Lasst es erst gar nicht so weit kommen, dass ihr da monatelang, jahrelang Sachen parallel laufen lässt. Das ist einfach nur Mist, meiner Ansicht nach. Aber genau, ja, der Mensch ist vielleicht, auch wenn das vielleicht häufig funktioniert, der Mensch ist, glaube ich, nicht unbedingt gemacht dafür, ohne dass es irgendwie Probleme gibt, zwischendurch mal zumindest 50, 60, 70 Jahre mit einer Person zusammen zu sein. Ne? Ich meine, erstmal früher war das gar nicht möglich, da haben wir gar nicht so lange gelebt. Und die ganze kulturübergreifende Forschung zeigt, ja, dass wir eine seriell monogame Art sind, ne? beziehungsweise gibt offensichtlich, hat es auch schon immer in der Menschheit Fremdgehen gegeben, aber der Mensch gehört zu den 3% monogamen Säugetieren, aber nicht, das heißt jetzt nicht,
über das ganze Leben, ne? Da gibt es natürlich auch Tierarten, die das so haben. Sondern es gibt, in der Forschung zeigt sich immer wieder so eine bummelig 4 Jahre Schnitt, wie lange die meisten Beziehungen halten. Man kann so ein bisschen sagen, wie das Kind im Kindergarten ist, so ungefähr. Beziehungsweise häufig, wenn tatsächlich Kinder kommen, also die meisten Beziehungen scheint es, auch wenn sie vielleicht ein bisschen unglücklicher werden, aber durchaus zu stabilisieren. Aber übrigens auch so ein Parkkurs. Aber ich habe auch Videos gemacht, Umgang mit Fremdgehen, kann man viel falsch und viel richtig machen. Wenn ihr auch noch Videos haben wollt, neuere Videos, dann schreibt mir das gerne. Ansonsten schreibe ich auch gerade ein neues Buch über Langzeitbeziehungen, mal in Eigenregie jetzt, mal ohne Verlag. Und bin mal gespannt, wie das wird. Titel habe ich auch schon, Cover habe ich schon und schauen wir mal. Da wird es natürlich auch um solche Themen gehen. Ja, in diesem Sinne, machen wir es mal gar nicht so lange heute. Was denkt ihr dazu? Macht die folgenden Kurse. Schaut mal auf liebeschipp.de vorbei und wir sehen uns bald wieder. Ciao, Lieben.